Herzlich willkommen, werte User, bei www.mrn-news.de. Wir begrüßen Sie heute aus dem Pfalzbautheater in Ludwigshafen. Bei uns ist im Gespräch Ringregisseur Hans-Günther Heime zum Kostümdesignwettbewerb Create Siegfried. Viel Spaß dabei wünscht Ihnen mrn-news.de. Wir bereiten zurzeit den Ring des Nibelungen von Richard Wagner vor. Die Oper Walküre hat jetzt bald in Halle Premiere im September, aber in Ludwigshafen. Bei uns dann am 21. und 23. Oktober eröffnen die Festspiele diese Vorstellung. Und dazwischen gibt es einen Ringtag, also für die ganze Familie, für ganz junge Leute und bis in die Nacht hinein große, viele Vorstellungen drumherum, unter dem Ring, unter dem, was Walküre bedeutet, große Diskussionen und so weiter. An dem Tag dann dazwischen am 22. Oktober. Ja, für uns, für Ludwigshafen, ist es ja ein riesiges Ereignis, dass wir den Ring zusammen mit der Oper in Halle und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz erarbeiten können. Das ist passiert durch den Karl-Heinz Steffens, der GMD in Halle ist und Generalmusikdirektor auch von der Staatsphilharmonie hier. Und ich sitze halt hier in Ludwigshafen, wo er auch arbeitet, hat mich gefragt, ob ich das machen will. Und das mache ich natürlich. Es ist ein wahnsinniges Angebot, was man nur einmal im Leben machen kann. Das ist ja ein Monsterwerk und ich mache ja die Bühnenbildkostüme und Regie, also das ist wirklich eine Riesenarbeit. Ich bin jetzt gerade im Aufbruch wieder nach Halle, wo wir die Endphase Walküre haben, da ist Premiere, wie gesagt, Ende September. Und dann bin ich wieder hier und dann geht es auch hier ordentlich zur Sache, so was die Endproben hier betrifft. Und dann gibt es einen großen Wettbewerb, den wir jeweils machen unter allen Opern, unter den vier Opern, die den Ring der Nibelungen ausmachen, des Nibelungen ausmachen. Das ist also Rheingold gewesen jetzt schon im letzten Herbst. Zu Rheingold haben wir einen Vorhang der Hoffnung produziert. Das heißt nicht wir, sondern Kinder, Jugendliche, junge Arbeitslose, auch also junge Menschen aus Halle und aus Ludwigshafen. Da waren mindestens 1000 mit an der Arbeit, die diesen Vorhang der Hoffnung gestaltet haben, wo sie auf diesem Quadrat 80 x 80 cm ihre Hoffnung Ausdruck geben sollten. Was engt sie ein? Wovor haben sie Angst? Was erhoffen sie von der Politik, von den Eltern, von der Schule, von der Zukunft, von ihren Arbeitsplätzen, von der Situation, wie man mit diesem Leben halt fertig wird und wie dieses Leben halt auch ihres sein könnte und sollte. Sie sollen das halt in die Hand nehmen. Und diese Erfahrung ist ganz toll geworden, begleitet alle vier Vorstellungen, hängt da immer, eröffnet jeweils den Abend, schließt den Abend ab. Und wir haben jetzt eine zweite Variante und eine dritte Variante bei den anderen Vorstellungen. Aber eben auch dieser erste Teil, der da gemacht worden ist, geht durch alle Opern durch. Und es sind ja sehr, sehr viele Vorstellungen. Zum Beispiel waren wir mit Rheingold jetzt auch sechsmal in Heilbronn, wo auch der Vorhang hing. Also immer das Werk der jungen Menschen. Dazu ist ja auch eine Broschüre erschienen, wo die alle sagen sollten, warum das so passiert. Ist, warum es nicht anders geworden ist. Das wird jetzt auch so sein bei dieser zweiten und dritten Angelegenheit. Die zweite Angelegenheit, die wir gemacht haben mit jungen Menschen, die also intensiv in die Ästhetik, in die Dimension der Aufführung ja eingreifen können mit ihren Vorschlägen oder ihren Beantwortungen von Fragen, die ich an sie gerichtet habe, ist eine Spreerwand. Die hängt in der Hundinghütte am Anfang der Walküre, also eine Dreiviertelstunde hängt diese Wand. Und das ist unsere sogenannte Wand der Verzweiflung oder Wand der Angst, also drückt aus die Situation, die da auf der Bühne herrscht, durch die vergewaltigte, entführte Sieglinde, die dann mit dem Siegmund ja dann flieht. Das ist eine große Geschichte, eine große Liebesgeschichte. Das sind die Eltern von Siegfried, also da entsteht Siegfried in dieser Liebesnacht. Und das ist aber quasi, dann kippt diese Wand hoch und das Ganze wandert hoch zu einer Art Mondvorhang und dann ist die Welt auch wieder frei. Und da ist ja dann ganz herrliche Musik von dem Wagner, Winterstürme weichen im Wonnemond und dann ist diese Angst wieder weg. Und diese Angst war ein Spreerwettbewerb, waren so 60 Gruppen daran beteiligt. Es hat einer gewonnen, der heißt Himmel aus Ludwigshafen und das ist jetzt schon fertig in Halle im Malersaal. Ich war da auch sehr oft dabei, wir haben dann noch ein bisschen da korrigiert. Ist so ein auf Plastik gesprayter Vorhang. Und der Wettbewerber hat eben diesen Preis gewonnen und das ist ganz, ganz toll geworden. Das ist die Arbeit, die in Walküre eben diese Basisarbeit wieder verbreitert hat und nochmal verstärkt hat. Und wir haben jetzt bei Siegfried, Create Siegfried, gestern haben wir zusammengesessen mit so 30 jungen Leuten, also jeweils eine Gruppe von 3, 4, also es werden immer, werden jetzt sagen wir mal 8 oder 10 Entwürfe rauskommen, das ist aber erst der Anfang gewesen. In Halle passiert ja dasselbe.
Create Siegfried, das heißt, wir suchen, wie sieht Siegfried aus? Was macht heute einen Helden aus? Brauchen wir überhaupt Helden? Sind Helden scheiße? Wir Deutschen gerade haben ja furchtbare Erfahrungen mit solchen, oder die da noch keine waren, noch wie auch immer. Was ist das Spider-Man? Ist das ein Held? Ist ein japanischer Feuerwehrmann, der in diese Atomscheiße reingeht? Ist das ein Held? War Obama einer? Ist das noch heute einer? Was sind Helden oder braucht man sie überhaupt? Und das ist erstmal diese Grundfrage wird gestellt. Und es gibt jetzt auch wieder eine Seminararbeit, wenn ich aus Halle zurückkomme, wo wir uns wieder treffen. Vielleicht kommen da auch schon wieder andere, noch viel mehr dann dazu, wo wir weiter diskutieren. Und da muss ich jetzt schnell auf meinen Zettel gucken. Und da gibt es ein Datum, das ist der 10. November. Da ist der Einsendeschluss. Da muss also ein Papier oder ein Modell oder was auch immer, also die Figurine, das Kostüm, der Kostümentwurf Siegfried bei uns eingereicht werden und möglichst auch noch 10 Zeilen drunter oder 3, warum sieht das so aus, welche Gruppe war das, wie alt waren wir, in welcher Schule waren wir oder sind wir oder auch das Jobzentrum macht auch mit hier in Ludwigshafen und so. So, und dann ist am 4. Dezember um 16 Uhr im Theater im Pfalzbau ist also die Endauswahl. Da kommt eine Jury zustande aus Halle, aus Professoren aus Halle, Leiter des Museums, des Hackmuseums, Dr. Spieler hier in Ludwigshafen. Da haben wir noch dabei gehabt einen Rapper, einen tollen Fotografen, den Hardy Müller von Ludwigshafen und so weiter. Und es wird also wieder eine potente Jury sein. Ich bin da auch drin und da küren wir dann den Entwurf des Siegfried-Entwurfs der Kostüme. Und das wird dann in Halle genäht, fertig, was weiß man, vielleicht wird es geklebt, fotografiert. Gestickt oder gestrickt oder was weiß ich. Ich weiß es ja nicht, was da rauskommt. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass eben da ein Teil Bevölkerung eben zu so einem Projekt stößt. Wir haben ja auch die Proben hier geöffnet. Also wenn man auf Proben will, muss man Dramaturgie anrufen, muss man so Gruppen ein bisschen zusammenfassen und die können dann kommen, auch umsonst auf die Proben kommen. Also möglichst geht es ja um Kinder. Wir wollen ja nicht Erwachsene, die sowieso da reinkommen und bezahlen. Wir brauchen ja auch die Eintrittsgelder. Jetzt dann abhalten, in den Abend zu gehen und sagt, guckt euch lieber mal eine Probe an. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen da eben andere Menschen ins Theater kriegen, die sonst hier nicht kommen und auch vom Geld her nicht kommen können. Vielleicht noch von der Schwellenangstsituation, die so ein Haus ja immer noch auslöst, haben wir da eine riesige Bemühung auch gestartet, jetzt was den Ring betrifft, da an ganz andere Publikum heranzukommen. Auch die Migrationssituation und die überhaupt die Sozialsituation Ludwigshafen ist ja keine ganz einfache, auch mit so einem Stück. Und bisher sind wir aber da eigentlich sehr, sehr erfolgreich. Also bisher ist das toll gelaufen. Ich hoffe, dass der neue Wettbewerb, dieses Create Siegfried, also erschaffe, erküre Siegfried, dein Siegfried, wie sieht der Held aus, den wir heute brauchen könnten, wenn wir überhaupt einen haben wollen, wie sieht das aus? Gibt es von der stilistischen Seite her betrachtet besondere Anforderungen an Siegfried? Naja, weil der Siegfried muss sich ja schon einpassen in diese gesamte Situation, in die gesamte Ästhetik von den Aufführungen. Eine haben wir schon hinter uns, die wiederum bestimmt natürlich auch eine gewisse Optik, wie sieht jetzt Walküre aus. Das bestimmt die zwei Produktionen, bestimmt natürlich auch, wie sieht Siegfried aus oder die Oper. Und die Kostüme drumherum sind ja schon entstanden, die habe ich entworfen, die haben wir auch gestern zu sehen gekriegt, die ganze Gruppe. Also wie sieht die Brunhilde aus, Sieglinde, Siegmund und so weiter. Wobei, die sind ja schon tot in Siegfried, also Siegfried dann, wie sieht so eine Erderfigur aus, wie sieht der Waldvogel aus. Also alle die Figuren, die im Siegfried eben noch vorkommen, das haben die jungen Menschen gestern zu sehen gekriegt. Das sind natürlich jetzt Entwürfe von mir, die auch Veränderungen noch erfahren durch die Mitarbeit der Schneidereien, durch die Anproben und so weiter. Das sind jetzt die jetzige Stand. Und da muss dieser Siegfried ja schon hinein. Der kann die ja auch sprengen, diese Situation, diese ästhetische. Aber auf jeden Fall muss er ein Verhältnis dazu haben. Das ist klar, das geht ja in eine Ästhetik hinein. Wir können ja nicht sagen, wir sind im freien Feld, entwickeln jetzt mal einen Helden, lassen den Straßmann fahren, dann gucken wir mal, ob er ankommt. Ja? Also das ist ja schon eine Theaterkonzeption. Also auch die müssen sich auch mit der Walküre von dem Wagner auseinandersetzen. Also zumindest mal das Textbuch lesen oder müssen ja wissen, was da passiert. Der treibt zum Beispiel am Anfang einen Bären auf die Bühne. Ja, dieser Bär hat bei uns jetzt einen gerissenen Widder in der Schnauze, ist alles voller Blut. Dann hämmert er sich dieses Schwert Notung zusammen, das heißt, er braucht Schmiede, Handschuhe. Es sind ja schon Vorgänge, die diese Figur schaffen muss.
Also ja, also wenn der jetzt ein Eisenkostüm hat, wo der sich nicht bewegen kann, kann er ja dieses Schwert nicht schmieden. Also insofern müssen sie sich schon, oder wäre toll, sie täten es, sich schon mit der Situation auch im Wagner beschäftigen, damit die zu einer guten Figurine kommen. Sollen die Entwürfe für Siegfried zeichnerisch abgegeben werden oder können die jungen Menschen auch selbst künstlerisch aktiv werden und ein Kostüm basteln? Ja, also die können entweder auf dem Papier machen, die können Fotos machen, die können eine Schneiderpuppe sich irgendwo zusammenbauen oder kaufen und können auf der Schneiderpuppe machen. Die können machen, was sie wollen. Die müssen sich selbst da einbringen, ihr Verhältnis zu diesem Problem, zu dieser Hoffnung ja auch, die mit einem Helden vielleicht verbunden ist, oder die Angst, die vor falschen Helden damit verbunden ist. Die können alles ganz frei machen, was sie wollen. Jetzt wollen wir diese Freiheit nicht zu sehr einengen, aber gibt es auch einen Siegfried? Wie stellen Sie sich Siegfried vor? Ja, ich stelle mir da im Moment gar nichts vor. Ich habe da auch eine Figurine gemacht. Da ist nur das Bild von dem Sänger draufgeklebt, ja, dieses Create Siegfried. Das ist der nackte Mensch mit dem Feigenblatt da vorne aus. Und von mir aus ist da keine. Ich habe da auch noch nicht. Ich will da auch nicht. Ich will jetzt mal gucken, was kommt und die Diskussion. Wenn wir zwei, drei Diskussionen noch bis dahin haben mit den Gruppen. Und dann mal gucken, ich bin da total frei. Absolut, das ist drumherum natürlich eine Klammer, die muss sein, weil die Werkstatt noch anfangen müssen. Wir können nur ein Kostüm ausklammern und das später abgeben. Ja? Ich muss aber sonst im Ende September schon die gesamte Ästhetik Siegfried abgeben in den Werkstätten. Also das ist von mir, der Druck ist da und ich habe auch alles erarbeitet, bis auf Siegfried. Das ist ein großer Freiraum. Wie wichtig ist es heutzutage, junge Menschen durch solche Aktionen ans Theater heranzuführen? Das Allerwichtigste in meinem Leben. Das ist das Ziel. Neben der Tatsache, dass dieses Kostüm von Siegfried dann auf der Bühne zu sehen sein wird, gibt es noch eine andere Belohnung für den Gewinner? Ja, wir wollen also erstmal eine große Dokumentation machen in Halle und hier, also über diese ganzen vier Wettbewerber, den Vorhang der Hoffnung, diese Wand der Angst, diesen Sprayer-Wettbewerb, wie gesagt, jetzt dieses Create Siegfried und Heugötterdämmerung, wird ein ähnlicher Wettbewerb entstehen. Ich weiß noch nicht was, aber es wird was Ähnliches passieren. Und wir wollen das dann dokumentieren und ein Buch herausgeben. Und das würden die dann natürlich auch bekommen, aber wir wollen das ja auch verkaufen oder auch in den Handel bringen und so. Also auch das ist ja eine. Ja, auch gut, wichtig für einen jungen Menschen. Das ist ein großes Erfolgserlebnis, wenn er diesen ersten Preis gewinnt. Auch der zweite und der dritte, die haben ja auch was bekommen. Herr Heimann, Sie sind ja selbst ein kreativer Part hier in Ludwigshafen und in der Region. Sie haben versucht, hier junge Menschen anzusprechen. Kam denn auch was von den Schulen zurück? Wie war da der Dialog? Ja, eigentlich schon ganz toll. Also man ist natürlich immer zu wenig, aber das, was war schon viel. Aber das hätte alles immer auch noch mehr sein können. Aber wir fangen ja an mit dieser Medienschule, zum Beispiel mit kleinen Kindern von 3 bis 7, also mit den Kindergärten. Weil zum Beispiel ein Kindergarten in Edigheim, die haben sich mit ein Jahr lang mit Rheingold beschäftigt, haben dann ein Riesenprogramm gemacht, waren hier in der Probe. Also wahnsinnig, also kleine Kinder, 5-Jährige, ja, und das geht dann weiter über das Kinderspieltheater, mit denen wir ja große, viele Produktionen machen. Das ist alles eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit den Schulen. Und auch bei denen sind sehr viele Themenkomplexe um den Ring herum. Also auch bei dieser ganzen Arbeit. Da war ja letztes Jahr zum Beispiel bei dem Tag zwischen diesen beiden Vorstellungen dann eine große Rheingold-Vorstellung von der Kinderspieltheatergruppe, die wir auch hier leiten im Theater. Und ich selbst persönlich habe halt zu einer Schule in Edigheim, zu einer Schule in Speyer, zu der Frau Twadara, die ja mit einem Schulsystem durch alle Schulen, Hauptschulen, Gymnasium, durch eine Theaterarbeit von großer Qualität macht, zum Beispiel auch große Beziehungen seit Jahren. Also ich bin so mit vielen Schulen auch in Mannheim in sehr engem Kontakt, auch was an die Antigone-Arbeiten betrifft, die ganze antiken Texte-Arbeit betrifft, habe ich immer mit Schulen hier zusammen gemacht. Das ist alles ganz toll. Aber es könnte natürlich alles noch viel toller sein, wenn die Schulen auch sich mehr leisten würden, sich mit Theater zu beschäftigen. Sie sind natürlich auch im Stress dieses Lehrplans und allem, aber das ist gut, aber könnte noch toller sein.